Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 19. Januar. Ja, am Freitag gab es kein Video, am Montag gab es kein Video. Freitag war kleiner Verfallstag, da treten wir gar nicht. Montag war Martin Luther King Day, also Feiertag, da haben wir auch nicht getradet. Und heute steigen wir also wieder in das Geschehen ein. Es ist aktuell 8:31 Uhr und die Big Number, die für uns aktuell am wichtigsten dran ist, ist die 13.900er Marke, die schalte ich scharf. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap hier bei 13.895. Durchaus denkbar, dass wir dieses Gap hier schließen. Und das ist erstmal unsere erste Trade. Gestern sehen wir gestern spät abends, aber wir haben gestern einige Blue Boxen gehabt. 18er Box, 28er Box. 11,5er, die ist im zweiten in den Gewinn gelaufen. 24er ist im ersten in den Gewinn gelaufen und eine 32er am Morgen ist dann auch sauber in den Gewinn gelaufen. Jetzt schauen wir einmal uns die Vola-Boxen an. Hier sehen wir gestern, dass sich der hier, wer gestern Vola getradet hat, ja, gesehen hat, hier gab es dann auch gestern ein, zwei paar kleinere Pausen in dem Bereich. Wir empfehlen ja an den Feiertagen nicht so aktiv zu werden, nämlich gar nicht zu traden. Wo kommt die Vola-Box rein? Für alle, die einen Trade auflösen müssen, direkt bei der Big Number 13.907 zu 13.892, also ein klassischer Big Number Trade bei den Vola-Boxen. Kommen wir zu dem großen Ganzen und schauen uns den DAX auf Tagesbasis mal als erstes an. Wir sehen hier auf den Tagescharts, ja, das sind normale Candlesticks und wechseln jetzt diesen Chart mit unserer Vorlage Tagesstrategie Pro. So, da sieht das Ganze so aus. Es hat nicht gereicht vorgestern mit dem Rückkauf. Gestern eine schöne Umkehr. Wir haben hier immer noch die rote Sonne. Also da ist noch kein Short-Setup gewesen. Das heißt, dass wir dort verkaufen. Auf Wochenbasis sieht die zweite Kerze hier auch schön aus wie ein Konter. Freitag sehen wir, da sah es eher nach aus, dass es heute weiter abfallend ist. Also das bleibt spannend. Ja, Gold hat nochmal den 200er gestern angetestet. Gleitenden Durchschnitt ist wieder mit dem Konter nach oben. Öl liegt bei 52 und dann gehen wir weiter in den Bereich Dow Jones. Dow Jones auch mit Anzeichen der leichten Schwäche gestern und vorgestern und heute sehen wir auch hier den Konter. Gehen wir weiter in den Bereich Bitcoin. Bitcoin liebt aktuell die 30er-Zone, denn wir swingen maßgeblich von 40.000 auf 30.000, also immer so in 10.000er-Schwüngen. Ja, das war die erste Bewegung und ja, am Freitag war das Hoch bei 39.966, gestern war das Tief bei 34, heute war das Hoch bei 37 und so weiter und so fort. Also auch hier erstmal kein Handlungsbedarf. Ethereum im Gegensatz ist gestiegen auf neue Höchststände. Und das war's dann jetzt auch erstmal. Und wir konzentrieren uns dann jetzt auf den DAX und blicken auf den kürzeren Zeitebenen einmal auf MTX. MTX haben wir auch eine bullische Kerze hier. Und eine Sonne. Wir haben oben noch einen Long Trade, den wir platziert haben, der jetzt langsam wieder ins Leben kommt. Das war ein Trade von letzter Woche, den wir gehalten haben. Und da oben liegt unser Gewinnziel. Gucken wir mal, ob wir die 14.000er Marke nochmal erreichen. Okay, das ist einmal kurz der Blick. Und jetzt die Angel ist draußen. Schauen wir mal, ob der DAX hier in die Falle reinläuft hier unten. Ansonsten haben wir 14.000 oben, die nächste Big Number, 60 Punkte entfernt. Oder eben halt nachher die Vola-Boxen. Oder wenn er jetzt in einer
Meditationsphase reingeht in eine Yoga-Box, dann würde die irgendwann orange erscheinen, dann blau, dann würden wir eine Blue Box traden. Also 8:35 Uhr und ich melde mich dann gleich nochmal. Big Number Trade. Insofern ist der Big Number Trade heute auch ein Hedge-Auflösungstrade, wenn man es machen möchte. Und wir sehen eine Blue Box, die sich anbahnt mit 20,50 Punkte. Wenn die aktiv ist, werden wir sie auch traden. 23 aktuell. DAX bei 13.934. Also wir sehen es hier auf der linken Seite. Wir machen nicht doppelt gemoppelt, sondern handeln dann die Big Number. Es ist 9:01 Uhr. Wechsel machen, das heißt, ich nehme die Big Number hier raus, nehme die Vola Box links rein und mach mal die Blue Box, falls es zügig wird. Blue Boxen, die orangene, wenn die blau wird, alles, was unter 30 ist, werde ich dieses Jahr traden. Oder das heißt dieses Jahr, aber in der Vorbereitung 28 sind wir, nur noch 2 Punkte und 29,30. So, wenn er jetzt weitergeht, das war es dann auch hier. So, jetzt blicken wir auf die Vola-Box 13.907. Es ist 9:03 Uhr. Unterstützung bei 16. Gap Closing knapp unter der Big Number. Das bedeutet die 1900 hier. Kurslücke hier. Da sehen wir sie. Sieht danach aus, dass wir da erstmal hinlaufen. So, 9:04 Uhr, die ersten 5 Minuten sind gleich rum. Er muss bis runter auf 13.906 laufen, dann wird die Order aktiviert. Pending Box ausgeführt. Und wir sind die Order ist aktiviert. Das bedeutet, wenn der Kurs jetzt diesen Bereich verlassen möchte, dann sind wir definitiv dabei. Gap Closing, das Gap ist auch. Ein, zwei Punkte fehlen noch, dann ist das auch geschlossen. So, ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. So, das bedeutet, erster Trade ist jetzt um 9:05 Uhr ein Short Trade. Und der zweite Trade liegt dann, wenn er nach oben möchte, bei 13.907. Hat also einmal das Gap geschlossen. Dankeschön, auf angepasst. Und jetzt geht's dann los in Richtung 50. Blicken einmal auf unsere 5-Minuten-Strategie MTX. Da haben wir ein Retracement aktuell von 34, 32, 31. Warten wir mal 3 Minuten. Bereite mich aber vor. Sell, Set 4, Differenz 5, 2, 0. MTX. Retracement jetzt 43%, 50%, 48%. Selbst das Retracement würden wir nicht nehmen. 30% ab 30 bis 40, dann würden wir eine Pending Order platzieren. 3 Minuten noch. So, und wir sind im zweiten Trade nach wie vor und sind jetzt im Gewinn. Also wer jetzt rausgehen möchte, hat jetzt die Möglichkeit. Wir bleiben. Erstmal fest hier in den Trade. 16 gehandelt.
9:38 Uhr und wir gehen in die Verlängerung. Dritter Trade und der vierte liegt dann bei 13:907, wenn er dann die Richtung möchte. Wir können natürlich viele, viele kleine Trades machen oder einen Trade, der sich ein wenig aufschaukelt, um dann das Ziel zu erreichen. 9:30 Uhr. Viele der Teilnehmer hören ja meistens um die Uhrzeit schon auf. Uwe, guten Morgen. Nikola, guten Morgen. So, also. Wir wissen, was zu tun ist. Wir sind im dritten Trade. Gap ist geschlossen. Daily Pivot liegt bei 13.832. Geht mal auf MTX. MTX hat uns vorhin ja kein Signal geliefert. Acht, 9:47 Uhr. Wie gesagt, Trade jetzt im Gewinn wieder, aber wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen, dadurch, dass der Markt sich jetzt hier aufgeschaukelt hat, der dritte Trade. Und die Frage ist, gehen wir jetzt weiter Richtung Süden, Richtung 13.850 oder kommen die Käufer hier bei diesem Niveau nochmal rein? Also. So. ,01 sind wir vorne, 73, 72. Jetzt schauen wir mal. Wir sehen hier sehr schön eine neue Box. Wenn die da reinläuft, können wir die aktivieren für denjenigen. Wir sind jetzt vorne mit 0,02. Jetzt tauchen wir nochmal ein hier in den Segment 70. Gehen wir noch ein Stückchen tiefer. Also, und jetzt schließen wir den Trade hier mit 0,03 und haben jetzt hier auf der rechten Seite nochmal die Vola-Box. So, damit war das dieser Eröffnungstrade, den wir sonst immer ja gemeinsam machen, der heute ein bisschen länger gedauert hat. Es ist 10:16 Uhr. Wir haben ein bisschen mehr mitgenommen. Normalerweise wäre ideal, wenn sich so ein Trade noch ein bisschen mehr aufschaukelt und dann diesen Breakout macht. Ihr seht, auf dem rechten Bildrahmen sind wir wieder mit einer neuen Box da. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne bei uns anmelden und für ein, ja, Testzugang 30 Tage, dann seht ihr, was wir jeden Tag hier dann so machen. Ich wünsche euch allen gute Trades und dann bis morgen.